Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal haben wir nicht nur Silvio und dieses Arschloch getroffen, sondern wir haben uns auch endlich in die Eisregion aufgemacht. Allerdings, wie gesagt, ohne Silvio, weil ich hab's ja in der letzten Folge schon angemerkt, dass ich dem überhaupt nicht vertraue, denn wir suchen hier immer noch nach dem letzten der Drachen und da vorne habe ich erstmal noch ein paar Eiswölfe. Die jetzt mal voll aufs Maul kriegen und da sind schon wieder so eine blöden Eisgolems. So, das war der. Und das war der. Da vorne sind noch mehr Echsenmenschen. Also ich muss sagen, die sind hier über ein ziemliches Gebiet verteilt, die Viecher. Ach, ich hole mir erst den blöden Eisgolem. Der ist mir der nervigste. Die Eisgolems, das sind wirklich... Oder Goli. Ich bin ja immer noch nicht sicher, wie ich sprechen soll. Die sind wirklich die nervigsten von allen, wie ich finde. Na, komm her. Ich finde, wir sind schon gut stark jetzt mit den 95%, beziehungsweise jetzt sind es nur noch 85%, aber das reicht auch. Für solche Gegner wie Ice Goalie, vor allem weil es da nur darum geht, möglichst schnell einen Blitz rauszuholen. Jetzt zieh doch mal schon die Waffe, danke. Ich habe zweimal gedrückt. Das war der. Es tut mir leid, wenn es immer ein bisschen laut ist. Aber das liegt halt daran, dass ich irgendwie... dass bei den Golems, Goli, ich krieg's einfach nicht hin, ich will Goli sagen, aber ich sag aus irgendeinem Grund immer Golems, weil es irgendwie einfacher ist. Aber ich finde, Goli klingt besser. So, worauf ich hinaus wollte, diese unglaubliche Lautstärke bei dem Blitz kommt natürlich dadurch, dass bei den Goli so ein Bug entsteht. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Und dieser Bug bewirkt einfach, dass mehrere Blitze gleichzeitig den Golem treffen. Ich weiß nicht, warum das so ein Bug ist. Es liegt vielleicht daran, wie die Golems vom Aufbau her sind, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendein, ja, weiß nicht, dazu müsste ich mich jetzt genau auskennen. Aber das Problem ist, huch, was ist denn das? Ach, das ist das tote Irrlicht. Und dabei, da mehrere Blitze kommen, überlagern sich natürlich auch deren Sound. Oh, und da hinten sehe ich schon den Hort. Ich möchte jetzt bloß hier rechts noch gucken, dass uns nichts überrascht. Meine Fresse, hab ich Bock auf euch. Ich will nur sicher gehen, dass uns nichts auf einmal überrascht, weil das wäre das Schlimmste von allen, wie ich finde. Wenn uns auf einmal irgendwelche Sachen überraschen. Hallöchen, Nahkampf bitte. Jetzt war so ein Blitz. Okay, der ist tot. Jetzt treffe ich ihn sogar so mal ab und zu. So, was haben wir denn hier noch? Eine Rune? Da ist nichts zu holen. Eine Schlachtaxt. Da ist nichts zu holen. Und einen Lederbeutel. Wir gucken mal kurz, die Schlachtaxt macht immerhin 140 Schaden, ne? Dafür, dass man die einfach so findet. Und ich glaube, die Rune ist lustigerweise nämlich... Wo ist sie? Teleport zum Kass... Ja, genau. Das ist aus irgendeinem Grund, liegt hier nochmal eine Teleportrune zum Pass im Minental. Fragt mich nicht, wieso. Es ist einfach so. Nee, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum hier nochmal eine Teleportrune zum Pass im Minental liegt. Ich denke, sie war mal für was anderes gedacht und dann hat man sich gedacht, ach nee, machen wir was, haben wir doch nicht vor, machen wir eine Teleportrune zum Pass im Minental raus. Warum auch immer, man hätte sie auch ganz aus dem Spiel einfach entfernen können, ne? Seltsam. So, und da hinten haben wir jetzt natürlich schon den Hort gesehen. Das heißt, der Drache ist hier auch nicht weit. Und wenn man sich das Gebiet mal anguckt, also ich meine, ich bin ja immer so ein bisschen, der sich auch in Erinnerungen schwelgen lässt und sowas, aber wenn man sich das Gebiet mal anguckt, hier ist es, denke ich, am deutlichsten, dass hier irgendwas nicht stimmt und ein Drache sein muss. Hier war früher, waren hier ja enorm viele Hütten und ja, es waren mehrere Stockwerke ja im Prinzip von Hütten an, in dem neuen Lager. Also das war hier ja der Wohnort des neuen Lagers und jetzt ist hier fast nichts mehr. Jetzt nur noch Eis und man sieht so die Reste von den wahrscheinlich oberen Hütten. Ultra krass, was die Drachen machen können. Hier sind jetzt schon ein paar viele Gegner, das heißt, hier kommt wahrscheinlich auch der Drache gleich. Mich stört, also gegen drei Echsenmenschen und zwei Wölfe möchte ich dann doch nicht kämpfen, möchte ich sagen. Drei Echsenmenschen sind ja so mein Limit, habe ich ja immer so gesagt. Ich denke mal, das bleibt auch so. Ich hole mir erstmal die Wölfe vom Rand hier. Oh, und da ist auch schon der Drache. Alter, da ist der letzte Drache. Wir haben es fast geschafft. Wir haben fast das Minental von den Drachen, von der Drachenplage befreit. Alter, warum kommen jetzt alle Wölfe auf einmal an? Das war, glaube ich, auch eine der schwierigsten Stellen überhaupt an dem ganzen Gebiet hier. Aber gut, da wir jetzt nicht nur so viel aushalten, sondern auch so viel Schaden drücken...
ist das eigentlich kaum ein Problem für uns. Alter, wir haben gerade wie viele Eiswölfe? Ich glaube 6 Eiswölfe am Stück ausgerottet, ohne groß Schaden zu kriegen. Nichts zu plündern. Da ist nichts, zu holen. Nichts zu plündern. Okay, dann noch der. So, und dann hole ich mir jetzt die Echsenmenschen. Und dann wird's Zeit für den Drachen. Aber ich hole mir natürlich erst alle Echsenmenschen, bevor ich mich an den Drachen mache. Es wäre ja dämlich, ne? Würde ich mich erst den Drachen ansprechen und dann am Ende noch einen Kampf gegen den Echsenmenschen zusätzlich bekommen. So, 3 Echsenmenschen. Gut, den einen kann ich eventuell... Scheiße, verkackt. Verkackt. Ich wollte den einen schon töten, bevor es überhaupt... bevor die anderen beiden bei mir sind. Und jetzt kriege ich es natürlich hin, dass ich jedem einmal Schaden zugefügt habe. Was eigentlich genau die falsche Variante ist. Und ich stecke gerade ziemlich in der Ecke. Was eine noch schlechtere Variante des Kampfes ist. Aber irgendwie läuft es trotzdem gerade. Da ist nichts zu holen. Also ich habe... Was heißt, es läuft? Ich habe viel abbekommen, aber ich habe wenig Schaden bekommen. Das ist zumindest das Positive an der Sache. So, Schwert, da. Kann ich ja alles verkaufen. So, und dann holen wir uns noch den einen Echsenmenschen, der da drüben steht. Und gut, die Tränke haben gereicht, muss ich sagen. Aber ich denke, ich werde mich dann doch nochmal in Corinnes neu ausrüsten. Bevor wir dann dem Meister gegenübertreten. Der ja irgendwo sein soll. Hallo, du Echsenmensch. Ich würde dich ganz gerne töten, bevor ich dem Drachen gegenübertrete. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ach, Mann. Ich muss aufhören, gegen Echsenmenschen diese Kombination auf Biegen und Brechen durchführen zu wollen. Das macht sich nicht gut. So, Drache. So, erstmal natürlich heilen. Weil ich glaube, ohne Heilung ist alles ziemlich im Arsch. Wir haben wieder Haufen Heilkräuter gefunden. So, sind wir voll? Voll, 655. Gut. Gut, von der Strategie her denke ich natürlich wieder schwarzes Erz plus Trank der Geschwindigkeit. Und jetzt noch die Anlegesachen natürlich. Also, Augenos. Dann, vor dem Drachen habe ich aber auch irgendwie Respekt, muss ich sagen. 2 Feuerringe und ein Gürtel des Feuerläufers. Und wie gesagt, ich lege die Armbrust immer nur an, damit wir nicht so nackt hinten aussehen. Ich finde, das sieht sonst blöd aus. Nun gut, dann kümmern wir uns mal um den angeblich stärksten. Ach, Moment. Hier aufs schwarze Erz legen, bitte. Das ist das Wichtigste, damit ich dann sofort ins Inventar und das schwarze Erz einnehmen kann. Vorteil gegenüber den anderen Drachen ist jetzt natürlich, dass wir schon wesentlich mehr, oder ja, was heißt mehr Schaden, machen wir nicht, aber wir machen häufiger viel Schaden. So, du Drache. Der letzte deiner Art. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Na, das werden wir sehen. Gut, beginnen wir mit den Fragen. Wer bist du? Ich bin Finkreck. Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Ja, das glaube ich ja wohl nicht. So, kommen wir jetzt, na gut, welchem Gott sie dienen, ist eigentlich ziemlich klar. Mit großer Wahrscheinlichkeit Belia, ja, aber um auf Nummer sicher zu gehen und um zu erfahren, ob er uns wirklich die Wahrheit sagt. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Gut, und jetzt die wahrscheinlich wichtigste Frage. Wir wissen, wie wir den Meister ja töten können, das haben wir vom Feuerdrachen erfahren. Aber wie können wir ihn auch finden? Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorad errichtet und wartet dort
auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Okay, die heiligen Hallen von Irdorat also. Irgendwas sagt mir, dass wir diesen Namen schon mal gehört haben, aber ich kann gerade nicht sagen, wo. Gut, wenn wir dann also in Korinnes wieder sind, werden wir mal die Feuermagier danach fragen. Aber jetzt heißt es, den letzten Drachen töten. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Ja, das werden wir sehen. Und schwarzes Erz. Und dann Trank der Geschwindigkeit und es geht... Alter, verdammt, er trifft mich gleich nochmal. Das ist natürlich nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Ich habe noch nicht mal mein Schwert gezogen. Au, 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 wir machen gerade nicht viel Schaden, finde ich. Alter, der geht mir auf den Sack gerade, muss ich sagen. Der geht mir ziemlich auf den Sack. Komm schon. Du bist gleich tot. Verdammt, der will nicht sterben, der Wichser. Verdammt, ich treffe nicht. Nein. Nein. Komm schon, jawoll. Knapp. Echt knappe Sache, aber wir haben es geschafft. Uiuiui, was ein Kampf. Finkreck, der Eisdrache, ist besiegt. Gut, das war vor allem knapp, weil mir das Auge, weil mir das schwarze Erz dann zwischendurch ausgegangen ist. So, und wir kriegen Drachenblut, Drachenschuppen und das Herz des Eisdrachen. Meine Güte, speichern. So. Und gleich wieder das Zeug anlegen. Wie spät ist es eigentlich? Muss ich nur kurz gucken? Ach Mist, okay. Dann werde ich mich mal heilen. Ich wollte sonst mich eventuell hinlegen bis Mittag schlafen, um mich zu heilen. Aber so, na gut. Wir gehen dann noch zu Silvio zurück. Und, naja, breiten ihm im Prinzip unseren Sieg unter die Nase. Ich möchte gerne sehen, seinen Gesichtsausdruck sehen. Wenn der hört, dass wir den Drachen alleine getötet haben und uns auch seine Reichtümer angeeignet haben. So, gut. Wir legen natürlich erstmal wieder anderes Zeug an. Denn das Orgeinos ist ja wie immer jetzt matt und kraftlos. Krieger. Und Stärke. Und dann können wir nämlich auch wieder die Drachenjäger-Armbrust anlegen. So. Und dann plündern wir noch den Hort des Drachen. Lederbeutel. Oh, der hat ein paar viele Lederbeutel, oder? Kann man es mitnehmen? Nee. Was liegt denn da? Ein Drachenei? Jetzt sagt bloß, die Viecher haben Eier legen können. Moment mal, erinnert ihr euch noch daran, was der Sumpfdrache gesagt hat? Pandrodor? Der hatte doch gesagt, dass sie ihre Nachkommenschaft in unsere Welt bringen wollen. Oh, eine Steintafel. Und ein Sturmbringer. Meint er etwa damit Dracheneier? Vielleicht sollten wir das noch im Auge behalten und mal jemanden fragen. Vielleicht kennt sich ja damit jemand aus. Mal schauen. Kümmern wir uns später drum. So, und dann gucken wir uns hier mal noch um. Ah, guckt mal, da ist ja noch was. Mensch, wer hat das gedacht? Und zwar eine Nachricht. Jetzt gucke ich erstmal noch kurz, was die Steintafel war. Steintafel. Magie, geil. Jetzt sind wir über 100 Magie, ohne einmal Mana geskillt zu haben. So, Nachricht. Ja, welche Nachricht ist es jetzt? Die versiegelte? Ja, genau. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adanos. Adanos ist bei uns. Saturas. Ah, okay. Also im Prinzip ein Brief der Wassermagier, dass sie das Ganze hier verlassen haben. Ja gut, wir haben sie ja auch schon getroffen. Von daher,
Interessanter Brief. Und jetzt, wie gesagt, auf zu Silvio und ihm unseren Sieg unter die Nase reiben. Ich möchte echt sein Gesicht sehen. Wobei ich aber auch glaube, der Typ könnte etwas genervt davon sein. Vielleicht sollten wir aufpassen, aber ich meine, wir haben jetzt insgesamt 4 Drachen erledigt. Da werden wir doch wohl mit so einem kleinen Söldner, so einem kleinen möchtegern Söldner, der nichts kann, fertig werden. Meine Bulko haben wir immerhin auch schon gelegt und das ist schon ewig her. Da hatten wir noch lange nicht so gute Waffen. Oh, Echsenmenschen wieder, wo kommt ihr denn her? Wo kommt die denn her? Hey, ihr. Wo kommt ihr denn her? Warum seid ihr zu viert? Also ich meine, gut, warum nicht, ne? Warum seid ihr nicht, könnt natürlich zu viert sein. Ich meine, ich werde euch jetzt nicht sagen, mit wie vielen Leuten ihr ja ankommen sollt. Das steht mir ja gar nicht zu sagen. Alter, Crit, enttäusch mich nicht. Die sind aber auch nicht schlecht im Blocken, muss ich sagen. Ach, und jetzt enttäuscht mich der Crit aber ganz gewaltig, muss ich sagen. Der hat mich auch gerade beim Eisdrachen 2-mal, glaube ich, enttäuscht. Das hat mich dann schon. Da werde ich wirklich noch die eine Steintafel suchen müssen, damit wir dann auf die 100% kommen. Die 1% werde ich jetzt am besten gleich skillen direkt. So, Echsenschwert, die haben hier ganz schön Schaden gemacht. Naja, wenn es so viele sind, dann ist es halt schwer, immer den richtigen gerade zu treffen. Wisst ihr was? Warum mache ich mir eigentlich... ich habe noch 10-mal mittlere Wunden heilen, die immerhin 400 Lebensenergie wieder hochheilen. Da. Und ich glaube, ich habe sogar noch 5-mal schwere Wunden heilen. Oh, mir fehlen noch 5 HP. Eieiei, also die werden es natürlich machen. Esse ich eine Heilpflanze. So. Speichern wir. Dann schauen wir mal, was Silvio zu uns sagt. Oh, der Trank lässt schon nach. Ging aber flott. Heilkraut. Na, ihr Beden. Ihr habt jetzt hier schön gestanden. Und jetzt habe ich die ganze Arbeit alleine erledigt. Na, was sagst du jetzt, Silvio? Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Das werden wir ja sehen, mein Freund. Du hast keine Chance gegen mich. Okay, 2 sind natürlich fies. Ich müsste eigentlich als erstes Bulko auslöschen, muss ich sagen. Aber Silvio ist mir eigentlich der gefährlichere. Okay, die benutzen beide Einhandwaffen. Das heißt, sie sind natürlich wesentlich schneller als ich, aber ich kann meine Entfernung nutzen. Und momentan kämpfe ich sogar richtig gut. Okay, locken wir sie mal kurz in die Ebene. Nicht, dass ich noch irgendwas mache. Als ob ihr eine Chance hättet. So, Silvio ist tot. Bleibt nur noch Bulko. Den haben wir ja schon mal verprügelt mit einer wesentlich schlechteren Waffe. Gut, der scheint jetzt auch ein bisschen stärker zu sein, aber der hat ja keine Chance gegen uns. Als ob du eine Chance hättest, du kleiner Wicht. Ach, der stirbt nicht mal. Und der gibt mehr Erfahrung als Silvio. Geil. So, soviel dazu. Vollidiot. Der musste sich ja noch mit mir anlegen, der. Vollidiot. So, sagt Bulko danach noch was, dass ich seinen Boss umgekloppt habe? Das ging richtig gut, muss ich sagen. Ich habe richtig gut gekämpft. Das bin ich von mir gar nicht so gewohnt. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Da liegt noch ein Echsenschwert. Versuch das ja nicht nochmal. Als ob du eine Chance gegen mich hast. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Dein Geldbeutel. Zack. Schon lange her, dass wir mal wieder was geklaut haben. Verdammt. Silvio ist tot. Jo. Das hast du richtig erkannt, mein Freund. Gut. So viel zu Silvio. Sind wir dieses Arschloch auch endlich mal los. Darüber wird sich Lee auch, denke ich, ziemlich freuen, weil ja, Silvio wollte ja auch immer Lee so ein bisschen weghaben, weil ja, der mochte Lee einfach nicht. Die mochten sich wahrscheinlich gegenseitig nicht. Silvio war ja immer dafür, dass sie direkt angreifen und also, dass sie die Hafenstadt angreifen, die Paladine, und nicht warten und auf irgendwelche friedlichen Sachen das Ganze versuchen zu stützen. Aber naja, gut. Das war halt Silvio und Lee und jetzt wird sich Lee sicher sehr darüber freuen, dass wir es geschafft haben. Und ich würde sagen, wir skillen jetzt noch schnell unseren 1%-Punkt, insofern der das kann und das nicht jetzt sagt, ja, du bist über meinen Möglichkeiten. Ich lege dafür sicherheitshalber mal das Schwert ab.
Denn, obwohl, mit dem Schwert könnte es sogar trotzdem nur 3 Lernpunkte kosten. Wenn ich das Schwert ablege, dann bin ich ja nur bei 80 irgendwas, ne? 85%. Hokuren. Hey. So. Lass uns mit dem Training beginnen. Bring mir erstmal was jetzt, zu trinken. Jetzt will der wieder was zu trinken, der Idiot. Hier, hast du was zu trinken. Und wehe, du kannst mir jetzt nichts beibringen, ne? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Mir geht's schon viel besser. Ich könnte Bäume ausreißen. Ja, das glaube ich dir. Lass uns mit dem Training beginnen. Zweihandwaffen plus 1, bitte. Perfekt. Das ist ja klasse. Dann sind wir jetzt bei 96%. Und wenn ich meine Steintafel noch finde, ist sowieso alles klasse. So, euch haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ihr habt auch nichts mehr zu sagen, oder? Oh, übrigens. Ich habe alle Drachen getötet. Naja, und wenn schon. Hier im Tal gibt's noch genug für uns zu holen. Ja, macht mal. Ihr könnt ja den Paladin ein bisschen helfen. So, und du? Ich kann's wirklich jedem sagen. Ich habe alle Drachen getötet. Klar. Und ich bin Paladin. Du hast vielleicht einen getötet, aber alle? Das kannst du einem anderen erzählen. Es stimmt aber. Naja, gut. Die glauben mir alle nicht. Gut, dann würde ich sagen, wie wir uns in die Burg machen, Kommandant Garond erzählen, dass wir wirklich alle Drachen getötet haben und dann schlussendlich wieder aus dem Minental herausgehen und erfahren, was es mit den heiligen Hallen von Irdorad auf sich hat. Das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dahin. Ciao.